Moin Moin, herzlich willkommen liebe Leute, Let's Play LS17 auf seiner friesischen Marshmap. Nächste Runde beginnt und zwar, ja, wollen wir mal schauen, dass wir die Maisdrescher hier wieder zum Laufen bekommen. Das mal das erste. So, da haben wir den ersten, den zweiten, der steht da hinten. Den wollen wir natürlich auch direkt losschicken. Ja, und dann müssen wir natürlich weiter ein bisschen abfahren. Das ist natürlich hier mit zwei Maisdreschern, haben wir gut zu tun mit abfahren. Erste Anhängerladung ist gleich voll. Und dann wollte ich auch gucken, ob ich hier Crossplay mit als Hilfe nehmen kann. Aber eins zur Zeit. Ja, Körnermais für das Hoflager erstmal, später für die Schweineproduktion. Schweinefutterproduktion. Oh, den kriegen wir gerade noch leer gemacht, würde ich behaupten. Dann müssen wir uns ein bisschen beeilen. Sonst fahren die nämlich gleich aufeinander auf. 5% hat er noch Platz. Das heißt, irgendwie knapp 3000 kriegen wir aus dem ersten noch raus. Das Schild hält ein bisschen zu weit drin, deswegen flackert das so. Können wir den zweiten Traktor noch holen, da vorne steht doch auch einer parat, ne? So, aber ich glaube, das schaffen wir gerade so. Dass ein Drescher 1 nicht auf Drescher 2 auffährt. Also das werden wir heute, vielleicht morgen noch machen, müssen wir mal gucken. Ich will jetzt gleich auch mal Crossplay-Helfer einsetzen. Jetzt haben sie ja doch ein bisschen vorgewendet. Dann sind wir ja noch dabei, noch eine Ladung Sand und Kies irgendwie zur Zementfabrik zu fahren. Ne, Quatsch, zum Brückenbau. Zement hatten wir genug. So, bei dem hier vorne hat man den Crossplay, glaube ich, schon eingerichtet, oder? Muss noch mal gucken. Fahrer einstellen. Ich weiß nicht genau, wo er jetzt hinfährt. F15 zu Lager hat er auf jeden Fall drin. Nochmal am ersten Wegpunkt. So. Ja, okay, komm. Jetzt hinzulaufen zum Lager ist wieder ein bisschen weit. Da haben wir zumindest den Anhänger, da haben wir das Rückfahrzeug. Eigentlich können wir die Anhänger auch mal aus der Anzeige rausnehmen. Ne? Also ich meine, wenn man nicht Fahrzeuge zurücksetzt, macht das eh nicht so viel Sinn, sich die Trailer da auch noch anzeigen zu lassen, die Maschinengeräte. Müllt eigentlich nur eher die Übersichtskarte so ein bisschen zu. Oder was sagt ihr? Also Anhänger mal rausnehmen. Ich glaube, das sind so... Okay, also wenn der dazu gehört, wäre es natürlich blöd in der Kategorie. Außer wir haben die Trailer schon mal raus. Wo ist denn der Anhänger hingefahren? Fährt er einmal im Kreis jetzt, bevor er wiederkommt? Okay. Meinetwegen. In der Zeit übernehmen wir. Da war die Geschwindigkeitstaste noch ein bisschen hoch eingestellt. Ah, der erste ist gleich voll. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ja, schön. Guck mal, da kommt er jetzt wieder. Der Abfahrer ein bisschen zu spät. Anstatt den gleich zu übernehmen, ist er natürlich jetzt einmal zwischengefahren. Wir halten natürlich noch weiterhin Ausschau. Was wir mit den 7 Millionen, ich sage 7 Millionen aufgerundet anfangen, ne? Fehlt ja nicht viel, da haben wir 7 Millionen. Ich denke ja schon, dass wir noch irgendwo ein Feld kaufen, was natürlich nach Möglichkeit nicht ganz so weit weg ist, nicht komplett exotisch sozusagen. Es sei denn, wir finden irgendwo ein Feld, wo eine tolle Frucht drauf ist, was uns nochmal Sinn macht. Dann würden wir vielleicht auch ein Feld kaufen, was weiter entfernt ist. Denn wir haben ja praktische Schneidwerkswagen.
Das würde ja alles klappen, die Drescher dahin zu kriegen. Kein Problem. So, dann haben wir hier kurz Ruhe. Die Drescher arbeiten. Können wir natürlich schon mal ein bisschen Ausschau halten. Ne? Was sind denn erntereife Felder? 44 war erntereif auf der Insel, aber da kommen wir noch lange nicht hin. 32 ist erntereif. Was haben die denn diesmal auf 32 stehen hier? Sonnenblumen. Viele Sonnenblumen auf 32. Wäre natürlich praktisch, damit wir BGR Süd dann auch mal irgendwann bearbeiten können. Ein schönes Maisfeld aus 32 machen. Und man muss hier nur über den Graben, weil einmal über den Deich fahren, dann ist man schon bei 32 da. 29 ist auch Sonnenblumen. Auch nicht erntereif wahrscheinlich, sondern im Wachstum. Ja, 17 ist noch erntereif. Was ist 17? Sonnenblumen auch. Also haben wir so viel Sonnenblumen. Sechs hatten wir schon. Es wird natürlich bei den Dreschern gerade passen, so wie sie ausgerüstet sind. Ne? Mit den Maisschneidwerken, wenn wir danach 32 Sonnenblumen machen. Das müssen wir wahrscheinlich auch mit dem Cosplay-Abfallhelfer nachher ganz gut hinkriegen können. Was kostet das Feld nochmal 32? 3,7 Millionen, weil es irgendwie 29 Hektar sind. Kein Schnäppchen. Ja, was war das andere hier? Feldfrüchte. 9 ist Roggen. Das kostet nur 1,1 Millionen. Das kleine Roggenfeld hier. Auch nicht interessant. Könnte uns natürlich ein bisschen in der Mehlproduktion auch voranbringen. Hm. Dann müssen wir die Drescher nur einmal umrüsten, dann könnten wir da weiter ernten. Feld 9. Raps ist 12. Wachstumsstatus, okay, ist noch nicht perfekt. Das kleine Elva. Da ist Raps drauf. Ja, ich kann mich noch nicht ganz entscheiden. Vielleicht nehmen wir uns gleich die KI die Entscheidung ab, wenn die Felder geerntet sind. Bei 9 ist natürlich auch nicht so schlecht. Passt hier zu unserem Kerngebiet. 3 ist ein Wachstum. Was wächst da? Weizen. Wäre natürlich auch noch eine Sache. Dann hätten wir hier bisschen mehr beieinander. Ja, müssen wir mal schauen. Erstmal wieder zum Mais zurück. Gucken, was der Abfahrer macht. LVG wird durch ein Objekt blockiert. Wollte der hier gerade anfangen? Ich habe immer noch nicht Cosplay geupdatet. Ich habe mir schon eine neue Version runtergeladen. Aber noch nicht wieder upgedatet. Wie wendet denn der Drescher? Ist das so richtig? Der ist irgendwie komisch eingestellt im Wendekreis. Macht das schon. Ich schnappe mal den Traktor. Fahr zum ersten Drescher. Das funktioniert sogar da hinten, oder? Ja, perfekt. Aber ist das irgendwie, haben wir da einen komischen Wendekreis eingestellt, irgendwie Rückwärtswendemanöver, was auch immer. So, und dann habe ich schon mal rausgefunden. Ich habe ihn natürlich in den letzten zwei Tagen abends schon mal immer kurz, wo ich Zeit gefunden habe, so ein bisschen damit beschäftigt. Mit Map-Version 1.3. Ich empfehle euch möglichst, es wird noch ein paar Wochen dauern, bevor ich alle Fehler gefixt habe, aber nichts an Stroh auf dem Feld liegen zu haben, weil das wird vermutlich zurückgesetzt werden, damit sich dieses Problem mit dem Schwatt, das Problem mit dem überlaufenden Misthaufen bei den Kühen und so, das hängt alles damit zusammen. Also sollten wir mal kurz mal, wir machen mal so einen Abfahrer fertig für Stroh, Feld 1, haben wir doch alles irgendwo, ne? JCB oder wir nehmen den, das ist ja egal. Oder ne, wir nehmen den größeren JCB, ist ein bisschen schneller, ne? Hat ein bisschen mehr Zugkraft. Suchen uns einen Sammelwagen, am besten den großen. Dann müssen wir nochmal Kurse suchen. Und zwar war das zum Beispiel F1
1 dreschen. Ich weiß es nämlich nicht mehr genau, ist ein bisschen her. Er hat zwar kein Frontgewicht, aber ich glaube, das packt er schon, ne? Also, der sollte dann F1 dreschen kriegen. Und damit er da Stroh sammelt. Und dann kriegt er noch diese Feld 1, 14, 15 zur Komposter. Ups, jetzt hab ich auch geguckt, wo ich hinfahre. So. Das Ganze ist natürlich Feldarbeit. So, fängt zumindest schon mal an, Stroh zu sammeln. Das ist ja schon mal Optimum. Jetzt haben wir natürlich aber den Drescher hier vorne im Weg. Den muss ich einmal zur Seite nehmen, klar. Das dreckige Gerät hier. Der soll mal zum Hof, muss mal gereinigt werden. So, also kriegen wir zumindest noch ein bisschen Kompost für hier, Stroh für Kompost gesammelt. So, und die gute Nachricht auch, in Zukunft in Map-Version 1.3 werden auf jeden Fall Rinderstall und so schon mal Strohballen annehmen können. Wo ich immer noch mit kämpfe, was ich tatsächlich wieder ein bisschen Zeit dran verschwendet habe und einfach nicht so leicht hinkriege, ist dieses blöde Getreidesilo am Hühner-Eierhof. Also keine Ahnung, ich verstehe es wirklich nicht. Ich hatte das hier am Hof, genau die gleiche Kombination, hat funktioniert. Konnte einführen, konnte abkippen. Sobald ich aber den Trigger... Sobald ich aber den Trigger dann irgendwie zum Eierhof verlegt habe, hat es nicht mehr funktioniert. In einer ziemlich gleichen Entfernung. Also ich weiß es nicht, bin noch nicht dahinter gestiegen, was das für ein komisches Problem ist. Bin zu blöd, diese weiteren Silage, hier die weiteren Bunker einzubauen, da diese Hofsilos. Ich werde nur noch mal den Rinderhof, da geht es ja eigentlich. Ne? Zumindest hatte ich mal das Gefühl, dass es da funktioniert. Vielleicht liegt es dann doch daran, dass wenn man so weit weg ist, dass dann der Abladetrigger genau ein Inladetrigger sein muss. Ich weiß es nicht. Eigentlich aber unsinnig. Aber ich gebe noch nicht auf. Also ich will noch nicht das Getreidesilo beim Hühnerhof verschwinden lassen. Ansonsten, ja, wenn ich da tatsächlich zu viele Stunden wieder dran verballere, dann schmeiße ich das echt erstmal einfach raus. Und würde dann, muss halt mal, jeder muss mal gucken, schönes platzierbares Getreidesilo oder sowas. Da wird es ja auch Mods für geben. Wie kann man sich denn da hinstellen? Dann lasse ich die Fläche offen. Dann kann sich da jeder irgendwas Platzierbares platzieren. Macht dann, glaube ich, mehr Sinn, als wenn ich da noch stundenlang mich drum aufreibe und es einfach nicht hinbekomme. Ansonsten, wer die Lösung kennt, wer sich ein bisschen mit Map-Modding auskennt, ich meine, 1000 Leute haben wir ja hier. Da wird ja doch bestimmt der ein oder andere dabei sein, der sich ein bisschen mit Map-Modding auskennt. Wenn du mir sagen kannst, wie es funktioniert, was ich einstellen muss, damit das Getreidesilo, also damit es auch hundertprozentig, man kann es ja selber testen, ne? Also wenn du selber sozusagen ein bisschen Modding-Ahnung hast, einfach mal die Karte bei dir bearbeiten, das Getreidesilo am Eierhof berichtigen, probieren und sagen, wie es funktioniert hat, wäre super toll. Würde es natürlich auch allen uns helfen, nicht nur mir logischerweise, sondern auch allen anderen, die die Map spielen. Heißt nämlich, ich spare mir ein bisschen Fehlersuche, kriege vielleicht gleich eine Lösung präsentiert, den einfachen Weg, habe dann aber natürlich hintenrum auch wieder Zeit für neue, weitere Produktionen oder sowas. Was macht er denn hier eigentlich? Also dem müssen wir tatsächlich nochmal sagen, dass er mal irgendwie nicht so komisch wenden soll. Was macht er denn? Also, alternative Helfers an. Offsetbreite aus. Spuranzeigen, Kreisfahrt an. Lenker auf Rückfahrt, Rückfahreinrichtung, Lenkwinkel Vorgewende. Wendemanöver rückwärts nur gerade. Rückwärts mit Kurve. Wendeinform eines Rohres. Rückwärts nur gerade. Rückwärts mit Kurve. Ich habe keine Ahnung. Wie fährt denn der andere? Weil der andere fährt ja richtig. Da haben wir auch eigentlich nichts verändert. Zumindest nicht wissentlich. Ich gucke nochmal kurz, wie der erste fährt. Oder dann eben der zweite Drescher. Der fährt auch rückwärts nur gerade. Dann scheint er sich, ist er wieder ein bisschen, hat er sich aufhalten lassen vom Kursplay vermutlich. Egal, wir müssen abkippen. Einmal ausleeren. Haben wir schon ein ganz gutes Stück von unserem Maisfeld hier geschafft.
heißt, die Entscheidung kommt näher, weil ich das Feld nicht mehr kaufen soll, ne? Weil wir wollen die Drescher ja nicht einmotten, winterfest fertig machen und dann nochmal wieder ein Feld kaufen, weil dann muss das tatsächlich im direkten Anschluss passieren. Ich tendiere schon, auch wenn wir es nicht unbedingt brauchen. So, ich wollte hier vorne ein bisschen Körnermais reinkippen bei den Schweinen. Wenn wir es nicht hundertprozentig brauchen. Sonnenblumen. Mais. Achso, da war der Punkt doch schon. So, kippen wir hier erstmal ordentlich was ab, dann können wir da ordentlich Schweinefutter produzieren. Ansonsten war es das für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, hat euch ein bisschen Spaß gemacht mit so einem kleinen Like. Unterstütze mich. Und vor allen Dingen unterstütze mich natürlich super, wenn ihr die Lösung habt für den blöden Eierhof. Das Getreidelager da. Bis dann, danke ich euch.